Europapokal, 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 Europapokal. Englische Woche. Auf geht's. Es gibt ja auch was Positives zu vermelden, und zwar unsere Wochenendbilanz. Die steht bei plus 11,2. Und gesamt haben wir uns ein wenig verbessert auf minus 4,45%. Händchen ist soweit. Wir beginnen heute Abend 20:45 natürlich Champions League. Leicester City spielt gegen den FC Porto. Wir tippen die 1 für 2,20. Leicester City, ein historischer Moment. Das erste Heimspiel in der Champions League. Und Ranieri wird seine Jungs sicherlich dahin triezen, dass die das wohl gewinnen. Dann haben wir noch eine Zweierkombi. Heute Abend ebenfalls beides um 20:45 Champions League. Monaco spielt gegen Bayer Leverkusen. Wir sagen die X2 an für 1,57 und packen dazu Neapel gegen Benfica Lissabon die 1 für 1,60. Die Gesamtquote beläuft sich somit auf 2,51. Leverkusen mit dem relativ späten Sieg in Mainz, natürlich neue Euphorie, neues Selbstbewusstsein. Chicharito hat dreifach getroffen. Ja, dreifach getroffen. Kießling ist wieder fit und Neapel, die Heimstärke, ist quasi untoppable. Das wird schon laufen. Morgen Abend 20:45 mal wieder Champions League. Überraschung, der FC Rostov spielt gegen PSV Eindhoven. Wir sagen Head-to-Head. Die 1 auf den russischen Vizemeister für 2,25. Rostov, das heimstärkste Team der Liga in Russland, spielt gegen Eindhoven, die auswärts auch durchaus gut sind. Aber die Reise, die ist schon sehr lang. Und deswegen sehen wir Rostov da klar im Vorteil. Und die Head-to-Head-Quote mit 2,25 auf die 1 ist schon sehr hoch dotiert. Das sollte klappen. Euroleague. Schalke spielt gegen Salzburg. Wir nehmen die 1 für 1,65. Packen dazu als Zweierkombi Olympiakos gegen Apoel Nikosia. Ebenfalls die 1 für 1,50. Die Gesamtquote ist somit 2,47. Schalke 04. Das Problemkind der Bundesliga. 0 Punkte. Aber Euroleague, da hatten sie ein Spiel, das hat funktioniert, in Nizza 1-0 gewonnen. Anscheinend in den großen Spielen gegen Bayern haben sie sich ja auch wacker geschlagen, unglücklich verloren, hätten eigentlich einen Punkt verdient gehabt. Die großen Spiele können sie. Und ein großes Spiel gegen den großen RB Salzburg, das schaffen sie dann doch wohl. Donnerstag haben wir noch eine Zweierkombi, FK Krasnodar gegen Nizza. X2 sagen wir da, 1,95 die Quote. Saint-Étienne ist die zweite Partie, spielt gegen Anderlecht. Wir sagen 1x für 1,30. Die Gesamtquote ist bei 2,54. Nizza, mittlerweile tatsächlich einer meiner Lieblingsvereine. Der Favre macht da wirklich einen 1A-Job. Die Nummer mit Balotelli und Dante scheint zu funktionieren. Und der Favre hat einfach schon immer mein vollstes Vertrauen gehabt, weil der hat richtig Ahnung von seinem Job. Und Krasnodar werden sie nicht verlieren. Saint-Étienne, andere französische Mannschaft, die werden gegen Anderlecht auch ihre Heimstärke ausspielen und definitiv nicht verlieren. Das waren auch schon unsere Tipps. Und wie immer, abonniert uns, liked uns bei Facebook, kommentiert auf beiden Portalen. Und ich sag mal, bis nächsten Freitag.